Willkommen zu unserem heutigen landespolitischen Gespräch und ich freue mich sehr, einen der profiliertesten bayerischen Journalisten hier zu Gast zu haben. Ich begrüße Ruthard Dresselt. Herzlich willkommen auch. Herr Dresselt, Sie sind langjährigster Nachrichtenchef gewesen beim bayerischen Fernsehen. Sie haben aber auch Hörfunk gemacht, Sie haben auch für Zeitungen geschrieben. Sie sind ein Nachrichtenmann mit Leib und Seele, aktuell auch Vorsitzender des Internationalen Presseclubs in München. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Gerne. Wir haben am Wahlabend, am Abend der Landtagswahl hier im Maximilianeum zusammen gearbeitet und miterlebt, wie die CSU die absolute Mehrheit eingefahren hat und haben uns überlegt, ja, wie schnell wird das umgesetzt? Und jetzt sind die Herbstferien vorbei und man beginnt zu regieren in München. Hat Sie das überrascht, die Geschwindigkeit? Also das überrascht mich eigentlich nicht, muss ich ehrlich gestehen sagen, weil die CSU hat in Bayern die absolute Mehrheit, also eine Regierung zu bilden. Horst Seehofer hatte da offensichtlich schon seine ganzen eigenen Ideen, die hat er eigentlich schnell umgesetzt, dass das viel schwieriger ist. Zum Beispiel, wenn mehrere Parteien beieinander sind und jeder meint, er muss das meiste von seinen Ideen rüberbringen. Das sehen wir jetzt gerade wieder in Berlin. Das dauert also nach wie vor noch ein Weilchen, bis die wahrscheinlich zu Rande gekommen sind. Also ich finde, das ist gut gelaufen eigentlich aus der Sicht der Bayern. Momentan hört man aus den Münchner Ministerien, ja, gewisse Sachthemen können noch nicht entschieden werden, weil die Chefin ist in Berlin oder der Chef ist in Berlin. Ja, das ist natürlich richtig, aber die Positionen sind verteilt. Und beispielsweise kann ich sagen, bei diesen beiden großen Wirtschaftsministerium, da ist die Energie dazu gekommen, beim Finanzminister Söder, da ist also das Heimatministerium dazu gekommen, das also nach Nürnberg kommt oder ist jetzt schon ist. Im Grunde genommen, er sucht ja nur noch den richtigen Standort. Also ich finde das eigentlich ganz gut, auch wenn ich daran denke, Emilia Müller, beispielsweise die Europaministerin, da ist sie überhaupt nicht aufgetaucht, man hat sie gar nicht wahrgenommen und jetzt auf einmal als Sozialministerin, da kümmert sie sich um Asylanten und um all das, was sich die Christine Haderthauer nicht gekümmert hat oder jedenfalls nicht gekümmert hat, also vieles abgelehnt hat, dass es so läuft, wie es läuft. Christine Haderthauer, jetzt die Chefin in der Staatskanzlei und eng zusammenarbeitend mit dem Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Also es ist spannend auch in Bayern. Einer, der wusste wohl so gar nicht, dass er ausgewählt war, das ist der neue bayerische Justizminister, Professor Dr. Bausback, ein Mann aus Aschaffenburg, der Nachfolger von der etwas unglücklich hantierenden Justizministerin. Wie finden Sie diesen Wechsel? Also diesen Wechsel, also dass Beate Merk nicht mehr Justizministerin sein konnte nach all dem, was alleine im Fall Mollat passiert war, glaube ich, ist richtig. Und dass ein Aschaffenburger jetzt Justizminister geworden ist, persönlich kenne ich ihn noch nicht so genau, kann also da keine Urteile mir erlauben, aber es gehört natürlich auch dazu, er ist ja Jurist einmal, das ist schon mal gut, er ist aus Aschaffenburg, also aus Unterfranken, ziemlich nah an Frankfurt, an Hessen dran, dass also Aschaffenburg alleine schon mal, wenn man das Regionale so mal ein bisschen sieht, auch berücksichtigt wird in einer neuen Regierung, finde ich auch gut. Man sagt ihm nach, dass er sehr konzentriert sei, sehr diplomatisch und unscheinbar, aber effektiv hantieren würde? Ja, also ich glaube, das ist jetzt als Nachfolgerin von Beate Merk durchaus wichtig, denn in unserer Gerichtsbarkeit ist ja einiges, glaube ich, kann man schon sagen, nicht so ganz läuft das so, wie das also der Bürger gerne hätte. Also im Namen des Volkes, wenn ich da manche Gerichtsurteile höre, im Namen des Volkes beispielsweise eben den Mollat 7 Jahre lang wegzusperren und nicht nachzufragen, ob da wirklich nun das notwendig war, dass der also balla balla blem blem gewesen sei. Und das stellt sich ja heraus, das war er offensichtlich nicht. Wenn ich also alleine daran denke, wie er aufgetreten ist im Untersuchungsausschuss im Landtag, da ist ihm nicht ein einziges falsches Wort rausgekommen in den Stunden. Und da muss ich also sagen, also im Namen des Volkes, in meinem Namen, Entschuldigung, passieren solche Urteile nicht. Ist denn diese soziale Ader auch vielleicht ursächlich für die eklatante Kurswende in der Bayern Asylpolitik? Emilia Müller kommt mit Vorschlägen, da hätte man die Vorgängerin sehr stark gescholten. Ja, ja. Also damit profiliert sich Emilia Müller natürlich schon.
ich habe auch Verständnis gehabt, sage ich mal, von Christina Haderthauer, obwohl es vielleicht wirklich nicht gut war, wie sie da reagiert hatte. Aber man lässt sich ungern erpressen. Und wir haben das ja jetzt auch wieder. Da demonstrieren welche, weil sie in einem Haus untergebracht sind, beispielsweise in Niederbayern, wo früher die Deutschen in Urlaub gefahren sind. Das Dschungelcamp. Ja, sie sagen Dschungelcamp. Also ich meine, das geht ja nun für meine Begriffe wirklich nicht. Also wenn ich mir vorstelle, ich will in einem fremden Haus, in einem fremden Land aufgenommen werden als Flüchtling, ja, dann bin ich doch erstmal Staat und bin eigentlich dankbar, dass ich in so einem Haus unterkomme und also nicht mehr die Gefahr habe, dass mir irgendwie jemand was antut. Also so gesehen, wobei das mit den Asylanten natürlich insgesamt schon ein Problem werden wird. Denn weltweit, wenn man an Afrika denkt, wir haben jetzt etwa 7 Milliarden Einwohner. Wir werden bald 9,5 oder sowas Milliarden haben. Und wenn man sieht, wie viele Afrikaner zu uns kommen wollen nach Europa unter Einbeziehung, dass sie eventuell zu Tode kommen auf dem Meer, untergehen und. Also da sieht man mal, was das für eine Sprengkraft das Ganze hat. Wir müssen uns natürlich irgendwas überlegen, wie wir da zu Rande kommen. Also Solidarität, ja, aber alles geht natürlich bei uns auch nicht. Da muss sicherlich auch in Europa mit geregelt werden. Aber ja, die bayerische Wirtschaft sagt ja, Asylbewerber, eine Willkommenskultur sind junge, kräftige Männer, die wollen Deutsch lernen, die wollen sich integrieren, die wollen in den Arbeitsprozess. Ja. Also das ist ja auch eine Chance. Natürlich ist es auch eine Chance, wenn es also solche sind. Ich finde nur, dass wir viel, viel schneller das entscheiden müssen. Werden die jetzt aufgenommen als Asylanten, also in unser Land, oder müssen sie wieder abgeschoben werden? Da brauche ich doch kein Jahr oder noch länger. Das kann, aus meiner Sicht kann ich das in 4 Wochen entscheiden, sage ich jetzt mal. Ja? Und wir sind natürlich dankbar, wenn wir also Leute bekommen, die qualifiziert sind und. Und dann nachher sollen sie bei uns natürlich auch zu Hause sein können. Gar keine Frage. Also das kann nur gut sein. Das andere ist, dass halt viele auch wieder kommen und meinen, den Sozialstaat ausnutzen zu können. Was weiß ich, nichts gegen viele Kinder oder so, aber wenn jemand kommt, was weiß ich, sag mal, was sind die Roma? Das ist ja so ein Beispiel, da muss man aufpassen, dass man nicht gleich in irgendeine Sache hineingerät, Ausländerfeindlichkeit oder sowas. Wir wollen allen helfen, die es wirklich notwendig haben. Aber wenn da jemand kommt und dann nachher 10 oder 12 Kinder hat und unser Kindergeld haben, dann leben die ja zigmal besser, als wo sie herkommen. Das ist schon klar. Aber sie hatten trotzdem dort jetzt nicht die Lebensgefahr vielleicht, nicht? Und dann muss man sich das schon überlegen. Da haben wir gar nicht über das fränkische Ministerium gesprochen. Das machen wir beim nächsten Mal. Herr Dressel, ich bedanke mich für dieses Zwischenfazit zu Beginn der 17. Legislatur in Bayern. Gibt es einige Themen und hohe Erwartungen, die damit verknüpft sind. Ich bedanke mich für die Teilnahme. Und das war unser landespolitisches Gespräch mit Ruthard Dressel, einem der renommiertesten bayerischen Journalisten.